Hallo und herzlich willkommen zurück zu Time Hollow. Wir nähern uns dem Ende des Kapitels und wollen dann mal hören, was dein lieber Ethan uns noch zu sagen hat. Ich kenne Zeit und Ort. Jetzt muss ich mich um den Blitzschlag kümmern. Ja, tu das. Warum stehen die beiden eigentlich immer vor der Bibliothek? Haben die nichts Besseres zu tun? Da steht übrigens auch Bücherei, was ich auch interessant finde. Gut, dann gehen wir jetzt ins Aeon. Können wir das hier eigentlich auch so ein bisschen scrollen? Boah, ist aber nichts Interessantes, wa? Gut, dann gehen wir mal rein. Wo steht hier was? Von draußen ist nicht viel zu erkennen. Scheint aber ein Antiquitätengeschäft zu sein. Dann wollen wir mal rein. Immer rein in die gute Stube. Hallo, da seid ihr ja wieder. Ja, ging schneller als erwartet. Entschuldigung? Ja? Können wir kurz das Hinterzimmer? Wir würden uns gerne ein paar Möbel ansehen. Das ist gut. Wenn ich die Vergangenheit ändere, ist alles wieder in Ordnung. Tja, eigentlich stehen sie nicht zum Verkauf. Bitte, nur ganz kurz. Seid ihr von der Kakuhai? Ja, stimmt. Ich bin Ethan Kairos. Ich bin neu an der Schule. Tatsächlich? Ich war selbst auf der Kakuhai. Ja? Ja, vor ungefähr 20 Jahren. Mein Klassenlehrer war Mr. Oh Gott. Tumbli. Heute nennen wir ihn Tumbli. Ja, genau. Oh, jetzt ist er unser Lehrer. Unterrichtet Englisch, stimmt's? Ja, genau, das ist er. Es kommt mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Muss Schicksal sein. Wollen Sie nicht zwei Leinsgenossen einen Gefallen tun? Naja, warum auch nicht? Dieses eine Mal. Vielen Dank. Das ist sehr nett. Ich glaube, unser Versteck war etwas weiter hinten. Du hast recht. Eigentlich... What? Ja? Waren schon vor kurzem zwei Mädchen von der Kakoa hier. Sie kauften eine Uhr. Sie wollten die Uhr einem Freund zum Geburtstag schenken und waren ganz glücklich darüber. Ashley und Emily? Ja, die beiden geben ihr Geld für allen möglichen Plunder aus. Hahaha, das kann sein. Das ist natürlich sehr nett. Steht da in dem Laden von dem Typen und sagt dann Plunder. Hey Morris, wo sind denn deine Manieren? Erleuchtet. Endlich. Danke, Morris. Jetzt kann ich. Oder auch nicht. Warte, was ist? Kann ich dich etwas fragen, Ethan? Klar, leg los. Wenn wir das hier durchgezogen haben, ja? Kannst du dann deine Kräfte nicht einmal bei mir anwenden? Bei dir? Naja, meine letzten Prüfungen waren nicht so der Hit. Dadurch könnte es sein, dass ich nicht auf die Uni meiner Wahl gehen kann. Bitte, Ethan, nur einmal. Ich schwöre auch, dass ich... Ich weiß nicht, Maus. Du weißt es nicht, nachdem ich dir so geholfen habe? Komm schon, ich flehe dich an. Du weißt ja nicht, wie peinlich das für mich ist. Maus. Wir müssen uns zuerst um Ben kümmern, okay? Okay, dann reden wir später noch einmal darüber. Selbst der gute Maus scheint seine Sorgen zu haben. Aber Ben ist jetzt wichtiger. Wir müssen Shiloh retten. Oh ja, wir graben jetzt ein Loch. Ja, los, fang an, gib alles. So. Müssen wir ungefähr... Machen wir hier mal ein Loch. Passt schon. Das ist sogar mal halbwegs rund. Ich bin überwältigt. Einmal gucken. Ein schönes, starkes Seil. Untersuchen. Kann ich es irgendwie durchschneiden? Dann nehmen wir mal die Zange.
Und wenn die Zange hier auf das Seil an. Das ist die Leine, in der Stilo festgebunden war. Wenn ich die Leine auch nur entfernen könnte. Ich werde mich ein bisschen mit Stilo vertraut machen. Jetzt ist Stilo frei. Supi. Dann können wir das Loch jetzt zumachen. Und neue Rückblenden. Hey, Morris. Nein, hey, Morris verschwindet. Seid ihr jetzt fertig? Oh, klar, danke. Und was haltet ihr davon? Es sind ein paar schöne Stücke dabei, nicht wahr? Sie stehen nicht wirklich zum Verkauf, aber ich würde mit mir reden lassen. Heute nicht. Oh, verstehe. Aber ich würde euch einen Nachlass gewähren. Danke, wir kommen darauf zurück. Erst will er das nicht verkaufen und dann will er uns das andrehen. Hier ist meine Karte. Adresse und Telefonnummer sind darauf. Nochmals vielen Dank. Irwin Wonjin. Wonjin? Wonjin? Wonjin. Irwin. Irving. Irwin. 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 Ach, ich hab's nicht so mit dem Namen. Irwin Wonjin. Klingt das scheiße. Entschuldigung. Da sollte ich dranbleiben. Wieso? Bis später. Natürlich. Bis dann. Sind sicher ein paar neue Stücke reingekommen. Ach so. Ja. Ich rufe dich an, wenn sie eintreffen. Schreib mir einfach deine Nummer auf, okay? Aber wir erwarten eine Lieferung von der Firma, die die Möbel im Hinterzimmer hergestellt hat. Du wirst begeistert sein. Ah, verstehe. Wir dürfen uns in seinem Laden umsehen. Ihr solltet zumindest so tun. Hier, bitte sehr. Danke für euren Besuch. Naja. Systemmenü. Gucken wir uns erst einmal den Charakter an. Hier ist der scheinbar der Inhaber des Ehrenantiquitäten. Antiquitätengeschäfts. Oh, was ein schweres Wort. Rückblenden. Shiloh müsste gesund und munter sein. Aber wie geht es weiter? Die Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. Usch. Das Geheimversteck. 12. August 1998. Shilohs Leine wurde durchgeschnitten und sie konnte dem Blitzschlag entkommen. Wir haben sie gerettet. Oh, wir sind ja so lieb, so nett. Ein schönes Bild. Wann ist das? Das sind die Jungs mit Shiloh. Alle sind gut drauf. Die Einzelheiten der Rückblende wurden überprüft. Ein Spaziergang mit Shiloh. Irgendwann vor kurzem. Der Park. Danach kümmert sich Ben um Shiloh. Ach. Wir verbrachten viel Zeit mit unserer tierischen Freundin. Die ist dann aber auch schon ziemlich alt, ne? Wenn das 10 Jahre her ist und es war ein Welpe. Naja. Dann gehen wir mal zu unserem tollen, typischen Stammplatz. Vielleicht sind alle im Kronos. Ich werde mal nachsehen. Aber was jetzt im Kronos passiert, sehen wir erst im nächsten Video.